Hallo Leute, mein Name ist Otsose und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Später in dieser Folge geht es ins Nether und da wollen wir hoch hinaus aufs Dach und damit wir einfach dahin kommen, müssen wir den Bedrock brechen, sodass wir mit einer Leiter einfach hochsteigen. Ich zeige euch, wie das geht, etwas später in dieser Folge. Aber zuerst bin ich hier noch ein paar Materialien am Schmelzen, weil ich möchte zuerst noch ein bisschen Layout-Arbeit hier an meiner Base machen. Und wie ich gehört habe, haben einige erraten, dass die Form eines Kolosseums hat. Und ihr habt natürlich völlig recht. Das heißt, ich brauche hier noch ein paar Etagen mehr. Aber ich werde die erst einfüllen, wenn ich... ich werde erst mit der nächsten Etage beginnen, wenn ich hier unten alle Villager platziert habe. Und das könnte heute passieren, weil... für den nächsten Bild, denke ich, brauche ich etwas Quarz. Das heißt, wir brauchen einige Stonemasons, die uns den liefern können. Und was vielleicht jetzt noch nicht ganz offensichtlich ist, dass das Style-Pattern, das ich in dieser Serie verfolge, ist so in etwa antike Gebäude. Hier haben wir das römische Kolosseum. Ich denke, das Forum Romanum, so heißt es richtig, das gleich nebendran ist, das könnte auch noch das eine oder andere Gebäude hergeben. Und dann sind natürlich die ganzen griechischen Tempel und so. Aber ich denke, das Zentrum unserer Base wird so etwa hier rum sein. Und da möchte ich ein Lagersystem haben. Wir brauchen eine Eisenfarm und eine Creeperfarm. Creeperfarm könnten wir auch auf dem, über dem Wasser machen. Wichtig ist wesentlich bei Mobfarms, dass die Mobs nur da spawnen, wo wir wollen, sprich in der Farm selbst. Und das können wir erreichen, indem wir den Rest gut ausleuchten. Hier im Untergrund, denke ich, habe ich so ziemlich alles erwischt. Hier oben ist es in der Nacht noch etwas dunkel, weil bisher habe ich einfach die Nacht genutzt, um meinen Gunpowder-Bedarf zu decken, so dass ich genügend Rockets habe, die mir doch eine Weile reichen sollten. Hier drin eine ganze Schalkerbox voll. Aber ich denke, erster Schritt, ich hole mir ein paar Stonemasons und dann ein bisschen Layout, damit ich für die Zukunft etwas besser planen kann. Hier auf dieser Seite, denke ich, baue ich das Lager. Das ist eine etwas längliche Struktur, so dass ich links und rechts ein Itemsorter haben kann mit den wichtigsten Gegenständen. Dann hier nebendran etwas rechteckiges. Ich weiß nicht mehr, was ich da auf das Schild geschrieben habe. Genau. Vielleicht wird das die Eisenfarm. Und dann hier habe ich mir gedacht, das könnte unsere Holzfarm werden. Wahrscheinlich brauche ich ein bisschen mehr Platz nach hinten. Und dann können wir hier in diesem Plot die Creeper Farm haben.
Ich habe mir noch nicht wirklich überlegt, wie die Gebäude dann letztendlich aussehen. Hat ja aber noch ein bisschen Zeit. Und hier unten habe ich zumindest, was sind's? 6 Stonemasons. Und alle traden bereits Quarz. Somit sollte ich versorgt sein. Was wirklich noch toll wäre, wenn ich auch alle Farben Terrakotta von den Stonemasons bekomme. Aber derzeit ist mir das Gold ausgegangen für die goldenen Äpfel, die ich brauche, um die Villager zu heilen. Gut, das war's für erste von dieser Baustelle. Dann lass uns den Rucksack packen oder die Schalkerbox, die ich hier vorbereitet habe. Und dann geht's ab ins Nether. Ich nehme noch ein paar goldene Hosen mit. So. Und dann sollten wir sicher sein. Eigentlich muss ich nicht schlafen, wenn ich ins Nether gehe. Da gibt es keine Phantome. Gut, ich habe hier unser Portal etwas zurückversetzt, damit dieses Portal auch wirklich den Koordinaten entspricht, die wir in der Oberwelt haben. Und hier kann ich jetzt nun ein ist kein Tunnel. Ich kann mich hier zumindest bis oben durchgraben, bis wir Bedrock erreichen und alles schön mit Leitern versehen, so dass wir rauf und runter kommen. Und das könnte ein Weilchen dauern. Wir haben nun den untersten Bedrock Layer erreicht und dieser Layer kann bis zu 5 Blöcken dicht sein und der oberste Layer, das ist reiner Bedrock und wir suchen hier eine Stelle, wo wir nur einen Block nach oben haben. Das heißt, ich müsste hier eine Y-Koordinate von 127 haben. Dort. Idealerweise natürlich wirklich bis ganz unten. Yep. Hier haben wir die Stelle gefunden. Sehr gut. Und nun brauchen wir Enderpearls. Wir steigen hier ganz hoch und halten W gedrückt, sodass wir weiter steigen. Und dann werfen wir hier eine Enderpearl. Und sind oben. Und wir haben vergessen, welchen Block das, wo wir rausgekommen sind. Aber ich habe das ja zumindest auf Video. Was wir jetzt hier als allererstes machen,
ist ein Nether-Portal, weil wir können dann von hier oben ein Portal haben und das führt uns dann nach unten und auch wieder zurück. Sehr gut. Dann lass uns wieder zurück in die Oberwelt gehen. Und wenn wir jetzt dieses Portal nach oben verschieben, kommen wir an der richtigen Stelle heraus. Wenn wir hier einfach so durchgehen, okay, hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber Minecraft ist immer für eine Überraschung gut. Ich habe nun den Block wieder lokalisiert, hier direkt unter dem Netherrack. Dieser Block, den wollen wir brechen. Und dazu platzieren wir hier eine Piste. Pisten nach oben. Hier brauchen wir irgendeinen Block. Da kommt ein Lever dran. Dann brauchen wir hier ein Trapdoor. Und hier TNT und hier TNT. Und das, was passiert, ist, wenn wir den Lever aktivieren, explodieren beide TNT-Blöcke. Aber aufgrund der Update-Reihenfolge explodiert dieser zuerst, welcher die Pisten zerstört, und wir werden hier drunter sein und versuchen, hier oben gegen den Obsidian-Block eine weitere Piste zu platzieren, die nach unten zeigt. Und wenn uns das gelingt, wird die Pisten, wird den Block darunter löschen. Nun, das Ganze ist ein bisschen fickelig, weil man muss sehr schnell rechts klicken, damit man genau den richtigen Zeitpunkt erreicht. Und vielleicht klappt es nicht. Dann müssen wir es nochmals versuchen. Es gibt auch andere Methoden, aber ich denke, solange man TNT hat, ist ein solches Setup gut. Man kann auch mit einem Bett eine Explosion herbeiführen. Aber das hat den Seiteneffekt, dass die Explosion des Betts zu Feuer im Umkreis führt. Und sollte man sterben, kann es sein, dass einige der Items aus dem Inventar dann im Feuer landen. Also. Oh, ich war zu wenig schnell. Aber nichts passiert. Wir haben nur etwas TNT verloren. Und ich bin vorbereitet und habe ein bisschen mehr produziert.
Also, dann versuche ich das nochmal. Das Konzentration, Pisten in die Hand. Und klicken. Okay, hat das funktioniert? Hat funktioniert. Aber wir haben den falschen Block erwischt. Ich habe nochmals nachgeschaut und anscheinend habe ich genau den Block daneben erwischt. Nämlich den hätten wir löschen sollen, statt diesem hier. Aber ich denke, wir versuchen das gleich nochmal. Und hat nicht geklappt. Aber ich habe ja genügend TNT. Und wenn alles reibungslos geht, brauchen wir eigentlich nur das TNT auf all die anderen Gegenstände bekommen wir hier wieder zurück. So, sieht gut aus und da ist unsere Leiter. Wunderbar, wir haben nun freien Zugang zum Nether hier oben. Und natürlich habe ich die Leitern nicht eingepackt, aber wir sollten, ja, wir können hier raufsteigen. Hallo, ich verziehe mich nach unten und zurück in die Oberwelt, nachdem wir das Ziel der heutigen Folge erreicht haben. Somit hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr noch nie Bedrock gebrochen habt, war das hoffentlich etwas Neues für euch. Ihr könnt es gerne auch selbst ausprobieren. Es ist nicht allzu schwierig. Es ist eine reine Timing-Sache, dass man die Pisten da im richtigen Moment platziert. Und wenn ihr auf YouTube nach Bedrock Breaking sucht, findet ihr eine ganze Menge an Videos. Vielleicht müsst ihr darauf achten, dass die Methode auch für die aktuelle Version funktioniert, die ihr spielt, weil da gibt es immer wieder leichte Änderungen von Update zu Update. Aber das war's für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss!